meine gute Kiste steht jetzt ja hier mal so in der Garage und ich sag jetzt mal, dass es dann doch schon einiges an Teilen entfernt zu gibt. In meinem Fall kommt der Koffer hier weg. Natürlich der Sitz kommt weg. Die Sitzbank muss entfernt werden. Sämtliche Abdeckung, sprich die für die Hutze bzw. für den Luftfilterzugang muss entfernt werden. Diese Seitenverkleidungselemente auf beiden Seiten müssen entfernt werden. Die Tachoeinheit, die müssen wir dann noch entfernen. Ich werde es jetzt hier dann auch so machen. Ich werde mir dann den Vorderbau aufbocken und dann auch den linken Vorderreifen entfernen. Denn hier unten läuft ja auch ja, soll ich sagen, die Luft, also der Schlauch für die Variomatik. Und wenn wir das Ganze dann hier ausbauen, dann ist das ganz praktisch, wenn der Reifen hier nicht im Wege ist. Es ist alles ein bisschen schneller zu handeln. Zwei Dinge. Einmal müssen wir dann später hier, das würde ich glaube ich so ziemlich am Anfang machen, diese Schnittvorlagen drauf anbringen. Da kommt das Ganze ja drauf. Ja. Kennt ihr jeder vielleicht. Und hier hinten drin müssen wir auch noch mal ein bisschen was rumschnipseln. Will ich mal gucken. Muss ich mir so vorstellen. Ja. Das Ganze muss ja auch irgendwie funktionieren. Und dann hier, ja, wie man jetzt so sieht, dann hier so, ja, so in der Art aufgesetzt. Und dann geht ja dieser Schlauch nach oben hin und das muss ja auch alles durchgeführt werden. Dann einmal haben wir einmal seitwärts so liegend. Das ist der Luftschlauch bzw. der kleine Schnorchel für den Luftfilterkasten. Und hier oben haben wir ja diesen Pilz, diesen Filter für die Variomatik, wo dann ja, alle Naselang Ding mal sauber gemacht werden muss. Und dann gibt es noch die Motorenlüftung und das Ganze läuft ja nach hinten noch hin. Deswegen, das wird dann ja auch noch alles safe gemacht. Aber das sieht man dann. Müssen halt viele Verkleidungsteile abgebaut werden, damit wir nachher auch vernünftig sauber arbeiten können. Ja, mit ja, den Luftfilter. Und hier möchte ich auch gleich was zu sagen. Wenn nachher alles verbaut ist und auch alles toll und alles super, ist hier immer noch ein Schwachpunkt, wo Wasser eindringen kann. Also ich würde mich hier auf keinen Fall darauf verlassen, dass wenn alles verbaut ist und alles drin ist, alles super ist, dass das jetzt hier dicht hält. Es gibt schöne Geschichten, sag ich mal, von Mudworks. Dann wird hier so ein Adapterring, der wird dann auch verklebt, draufgepackt und ist alles verschraubt. Und ich glaube, der geht aber auch nur mit einem kleinen Luftfilter. Das hier ist dann noch nicht. Ja, man hat schon gesehen. Ne? So, das ist dann halt nicht wirklich so eine Dichtung, wie man sich das so vorstellt. Ne? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Möchte ich einfach nur noch mal am Rand erwähnen. Und bevor wir loslegen, hier seht ihr dann auch, deswegen brauchen wir das Loctite. Vielleicht von anderen Seite noch besser. Ich zeige euch noch mal. Das ist dann alles verklebt. Das ist auch ganz wichtig. So, alle notwendigen Verkleidungsteile sind erstmal beiseite. Ja, habe ich auch einen rausgeholt, den Filter. Und Filter abgeschraubt, beziehungsweise ist er gesteckt. Und sieht man ja auch, da wo wir bei müssen. Das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Ich habe noch so gedacht, ich habe jetzt schon den Kühler ja schon umgebaut. Irgendwie, so ich mir das vorgestellt habe, dass ich das Cockpit immer aus dem Weg bekomme. Hier, so klappt das nicht. Da muss ich auch noch überlegen, wie ich das mache. Hier die ganzen Nopsis und Nasen und ja, schon doch ein bisschen anders basteln wie gedacht. Ansonsten, das ist hier einfach nur, kann man so raushebeln, Stecker und das drunter.
Kannst du eben drum denken. Das Ganze ist hier natürlich auch drauf gesteckt. Schauen wir mal. Ja, ist ja hier. Geht es ja drum. Und um den kleinen Kollegen hier auf der Ecke. Das wollen wir da ja alles weg haben. Und das kann dann ja auch, wenn er nun wirklich Wasser reinspritzt, man sieht, so ganz sauber ist das nicht. Ne? Schnuffeln. Und dann wird ja hier auch noch was ausgetauscht. Dafür haben wir das Blech. Ja, schauen wir mal. Ne? Das Ganze muss ja auch irgendwie runter. So, die Instrumenteneinheit ist hier oben so eingeklipst. Die kann man vorsichtig runterdrücken. Hier ist ein bisschen Widerstand, weil das hier Scheibe in Anführungszeichen nicht so top ineinander gesessen hat. Denn wenn das so sein sollte und man kriegt ihn nicht so runter, dann nicht, dass er was kaputt brecht. Und dann kann man das auch nicht so, Stecker hinten im Lose. Und dann kann man das so rausheben. Dann hat man dann schon einen besseren Einblick. Mal gucken. Das muss der Kollege noch ein bisschen beiseite geräumt werden. Ja. So, als erstes mache ich mich mal so ein bisschen dabei, den alten Kram hier mal auszubauen. Hier jetzt mal den CVT, den Ferromatik, die hier den Lufteinlass. Der ist, ups, muss die Kamera umhinhalten. Der ist hier und hier verschraubt. Und auch natürlich ein paar Leitungen, die sind mit dem Kabelbinder fixiert. Und die Manschette, dann kann man das Ganze eigentlich so rausnehmen. Ich habe mir die Schläuche, wie Sie hören, schon mal so ein bisschen zusammengesteckt. Ich habe die halt so eine Art Rastnasen, sage ich jetzt mal, drin. Mir Schellen schon mal zurechtgelegt, so wie ich sie angezogen haben, wenn möchte. Und ja, damit das schon mal irgendwie so parat liegt. Ja, mal gucken, ob wir den Bengel so rauskriegen. Das Ding, Armaturenträger lasse ich erstmal so. Muss ich mal gucken, ob das so funktioniert. Wenn nicht, ja, ich kriege diese Haube nicht weiter nach hinten hin, wenn natürlich da die Schläuche für die hochgelegte Kühlung durchlaufen. Und das ist dann halt ein bisschen blöd. Wenn es sehr bescheiden läuft, tja, dann dauert es halt ein bisschen länger. Da kommt der Busch hier ab. So, da hängt das gute Stück. Ich habe hier die Verkleidung nochmal rausgenommen und den ganzen Kühlerbau gelöst. Sind eigentlich quasi 1, 2, 6, 8 Schrauben. Hier am Träger, hier beim Lampensatz drunter. Ja. Von der Bollenpfanne. So weg. Oh, da kommt mir das schon halbwegs entgegen. Kühlwasser habe ich abgelassen. Ein bisschen des Ausgleichsbehälter noch drin. Und dann werden wir das Ganze mal abheben. So, der ganze Klamauk ist erstmal weg. Naja, man sieht von den letzten Fahrten. Auf jeden Fall liegt sich das Rohr. Kann ich das oben so rausziehen, ne? Ja, auf ein paar Leitungen muss man hier ein bisschen Acht geben, damit man sich hier nicht verhakelt. Und ich jetzt hier so, da werde ich auch noch mal ein bisschen was drum zu binden. Und dann kann ich hier Steuergerät, Sicherungskasten, ganzen Klimbim, Tachoeinheit. Mal gucken, ob wir was besser weglegen. So, und jetzt gehe ich hinbei, Schraubchen hier lösen. Und dann wollen wir den Kollegen hier mal rausholen. Mal gucken, wie gut uns das gelingt. So, der Übeltäter ist raus. Was ich hier ganz lustig fand, der war jetzt hier. Na, weiß nicht, ob man es sieht. Hier oben verklebt. Ein Zeug. Das versucht so gut wie möglich abzumachen. Hier ist noch ein bisschen was. So, mal gucken, dass wir dann noch ein bisschen mit dem Cutter nochmal nachbearbeiten. Erstmal ordentlich dran ziehen, damit sich der, ja, ich sag mal, das Dichtmittel hier löst. Und dann könnt ihr am besten mit der Hand, mit der anderen Hand hier reingehen. Das habe ich gerade so gemerkt. Ja. Dann kann man das so zusammendrücken. Dann kriegt man es auch einfacher raus. Ihr seht das so nicht im Video, aber das ist dann auch ja, Gefummel für mich, ne? Ihr kriegt ja immer nur die Zusammenschaffung. Ja.
Jetzt werden wir das alles ein bisschen sauber machen und dann kommt der ganze neue Kram hier verbaut. Das lege ich mir nachher alles schon weg. Muss ich ihm gucken. Hier ist Alufolie drauf geklebt. Und guck mal, ob ich auch noch ein bisschen Zeugs da habe. Dann werde ich das auch noch ein bisschen modifizieren. Schauen wir mal.